Ich check's nicht. Real Talk. Was ist denn los? Komm, jump, jump, du Dummkopf. Jump doch. No. Bro, ich schwöre. Irgendwas, Bruder. Hallo. Mein iPad funktioniert nicht mehr, wie es soll. Yo, moin, Honecker Schreiber, du gibt es das wahrscheinlich beste Mega-Ritter-Deck aller Zeiten in Clash Royale. Dieses Deck ist einfach unfassbar stark in der Meta seit mehreren Monaten und es hört nicht auf Starkzeit. Auch wenn die Archery etwas genervt wurde, ist es immer noch eins der besten Decks. Es ist extrem Pay-to-Win-lastig und deswegen packt es jeden einzelnen Clash Royale-Spieler ab. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale-Videos auf diesen Cover passen wollt, unbedingt den Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Auch sehr, sehr gerne Creator und Mord im Shop eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Und dann würde ich sagen, wir springen sofort in die Games. Let's go. Boah, Clash der Kuss, Digga. Bald Insolvenz anmelden. Real Talk, wirklich bald Insolvenz anmelden. Was ist das jetzt hier für ein Deck? Ja, der Snowball war schlecht. Aber ist noch alles gut. Wie sieht's aus bei Big Spin und Sam? Kacke, Digga. Bro, ich hab Sam motiviert. Noch nie jemand wurde so hart motiviert wie Sam von mir. Ich hab Sam gesagt, wenn er gewinnt, muss er nie wieder arbeiten gehen. Da hat er ausgesorgt. Er ist nämlich dann der famste Mensch der Welt. Ach du Heilige, Digga. Also das Matchup. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so der Fan von. Oh ja. Ballon, Digga. Alter. Ich bin gerade gekommen. Foxy, danke dir, Kuss. Ich bin nicht so der Fan von Ballon Spam mit Lavaloon. Vor allem, weil es 1000 Damage ist. Perfekt, Digga. Anbellen, please. Dann schreib dir doch nochmal. Digga, es ist ein potenzieller Sub. Wir können jetzt nicht drauf verzichten, Bruder. Das sind harte Zeiten im Hause Royal. New Awesome Playlist. Frage ist jetzt, bin ich ein fairer Verlierer? Ich glaube irgendwie nicht, dass es verdient war. What? Das Early GG! Wenn er das noch verliert, er wird nie mehr glücklich im Leben. Komm, jump, jump, du Dummkopf. Jump doch. No. Okay, jetzt fällt das F, Digga. Ich bin gerade gekommen. Big F. Aber jetzt ist alles gut, weil es muss er noch verteidigen. Bomber. Ja. Das war's. Ich kann's nicht fassen, dass dieses Game noch gewonnen wurde. Der arme Digga. Fireball, Barbell, Drill, Hunter, Cannon Cut, EU, Starkprince, Bandit. Ne, spielt er nicht.
Level 13. Okay, wir sind vielleicht doch der Bayern München, weil wir komplett pay to win sind. Hier spielt Hawk! Akame sagt, Schweinereiter ist tot. Hä? Das nächste Akame hat wirklich gar keine Game Sense mehr. Bro, wie hart buggt eigentlich die Bandit? Einfach ja. Schuh. Hawk braucht Nerf. EQ braucht Nerf. Ich check's nicht. Real Talk. Was ist denn los? Kurzer Schluck. Bitte mach keinen King an, Bruder. Ja, ist so ein Augenmacher. Bro, wie kann man so ein Augenmacher sein? Bianco Vigno. Egal, ich gewinne das noch. Bester Fußballspieler, Marco Marin. Ich weiß nicht, ob ich den Superbeutel schaue. Das war wieder ein Missklick. Das sollte ein Ghost sein. Egal. So, warum soll ich sauer sein? Warum sollte man sauer sein, wenn man nicht auch einfach glücklich sein kann? Kommt jetzt echt mal groß raus. Morten Roy braucht den Push. Meine Finger bewegen sich auch irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Also bei Gott. Da muss man sich auch mal an den Bart fassen. Ich... Junge, das ist so no-skill, das Deck, was ich spiele. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Vielleicht jetzt. Schuh, ich hab gewonnen. Let's go. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Ich bin bereit fürs Ding. Die Frage ist Mindsets. Dein Mindset ist übelst weird, Digga. Muss auch Nade holen. Karl, wie geht's dir? Herr Frosch, warum hast du dich umbenannt? Xbox mal live, was geht?
welchen Games denn? Nette Begrüßung. Lol. Bro, ich schwöre, irgendwas, Bruder. Hallo? Mein iPad funktioniert nicht mehr, wie es soll. Hallo? Meine Karten sind immer stuckt. Ja, Bro, wenn ich die ziehen will, dann sind sie auf einem, bleiben sie immer stecken. Ja, schwierig zu erklären, ihr wisst, was ich meine. Die Keks. Ich wäre der Schweinereiter. Lame deck, not iPad. What? Scheiß Deck. Yo, Annie! Was geht, Große? Okay, Hilfe. Ich check aber nicht, wie Mega da funktioniert, oder? Boom, 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 boom. Ich habe mir das Annie immer Leute brot, ist irgendwie schwierig. Morton Royal hat sein Auto tatsächlich noch nicht ganz bestellt, aber es ist, ich muss nur noch meine Sachen weitergeben, dann habe ich's. Dann ist es ein Auftrag. Ich mache wieder, wenn ich mein Auto abhole. Tommy heute, ich weiß nicht. Jogginghose. Findet ihr, also kurze Frage jetzt an alle hier im Chat, findet ihr Jogginghose verwerflich? Bei Jungs? Nee. Nein. Sogar Jana sagt das. Das heißt, von der weiblichen Seite haben wir auch gutes Feedback erhalten. Junge, bei einer. Ja, gut, Digga. Bei einer Hochzeit würde ich wahrscheinlich keine wilde Musik. Es ist nur Copyright Sounds. Also, sowas würde ich mir zum Beispiel niemals normal anhören. Aber danke fürs Feedback.
ist der Jogger. Zum Beispiel Big Spin ist so einer, trägt immer Jeans. Big Spin trägt keine Jogginghose. Das macht halt so klar. Ich weiß nicht. Das macht halt einen professionelleren Eindruck, finde ich. Ja, mit so. Also, ja, ich weiß nicht. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht der, der über irgendwelche Styles von anderen Leuten irgendwie urteilen darf, oder? Ich glaube, ich bin der Letzte, der darüber urteilen darf, leider. Gibt mir irgendwer von euch ein Styling-Upgrade? Oder irgendwelche Styling-Tipps? Oh, wie heißt nochmal diese Sendung, die es gibt? Shopping Queen. Das gibt mir gerade, Alter, Shopping Queen Vibes. Das hat meine Mama mal geguckt. Kianas Expertin. Zweifelig. Shopping Queen. Aber wer... Alter... Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber ich gucke allgemein kein Fernsehen mehr. Ich habe Lightning gemisst. Oh mein Gott, wie schlecht! Danke, das ist nett. Wir haben aber leider kein krasses Budget. Er spielt so komisch. Jogginghose beim Date, das ist es aber, glaube ich, nicht. Das war es aber auch nicht. Air Force trägt jeder Junkie. Das ist aber... Was ist das für eine Verallgemeinerung, hä?